Hallo, willkommen bei Markus Ratz von der CT-RS AG zum lustigen Video zum technischen Thema. Heute eröffne ich die Bildergalerie. Ich zeige, wie man in Power BI Berichten Bilder anzeigt, die zum Beispiel aus einer SharePoint-Bibliothek kommen. Hier ist die SharePoint-Liste, die ich für dieses Beispiel benutzen will. Sie enthält Fotos meiner lieben Kollegen und die sind mir natürlich so wichtig, dass ich sie nicht irgendwo frei im Internet zugänglich machen möchte, sondern ich möchte sie eben in einer geschützten SharePoint-Liste verbergen, wo ich mich erst anmelden muss, wenn ich überhaupt darauf zugreifen will. Um auf diese Liste aber von überall zugreifen zu können, brauche ich etwas ganz Wichtiges, das muss ich mir mitnehmen, und zwar die URL. Und ich brauche sie nicht komplett, ich brauche sie nur genau bis zu dem Ordner namens Bilderspeicher in unserem Fall, wo ich später meine Bilder rauslesen will. Und jetzt gehe ich rüber in unsere Allzweckwaffe Power BI Desktop und gucke mir mal an, wie ich an so eine SharePoint-Liste rankomme. Und da gibt es genau einen Connector dafür, na ist doch perfekt, dann nehme ich den nochmal. Und der braucht natürlich als erstes exakt die URL, die ich mir eben gerade kopiert habe. Dann greift er auf mein SharePoint zu und zwar authentifiziert. Merkt man nicht so, weil ich da schon mal drauf war. Sonst müsste ich mich jetzt anmelden. Das heißt, ich bin ein authentifizierter User und der darf natürlich nur die Bilder sehen, die für ihn auch freigegeben sind in der SharePoint-Liste namens Bilderspeicher. Hier kommen die Infos, die er da mir geben würde. Ich gehe auf Daten transformieren und gucke mal, was ich mit denen anstellen kann mit den Infos. Dann öffnet sich natürlich Power Query, da sind wir doch schon fast zu Hause drin, und wir sehen, wie viele Attribute der typischerweise bei so einer SharePoint-Liste mir mitliefert. Das ist ja unglaublich, wann die Bilder modifiziert wurden, auch Dinge, die ich gar nicht gebrauchen kann, aber der Titel zum Beispiel ist leer. Da muss man sich ein bisschen auskennen, denn der eigentliche Titel der Datei oder der Name der Datei befindet sich hier unter dem Feld File und das muss man einmal extrahieren und sagen, da hätte ich gern bitte noch den Name mit. Und dann, zack, sehe ich, wie die Datei heißt, die ich jetzt hier anzeigen will. Dann nehme ich aber dieses Feld mal und markiere mir das. Ich möchte es nämlich behalten. Die anderen brauche ich für unser Beispiel hier gar nicht. Das nächste, was ich noch brauche, ist diese ID hier, denn das ist der eindeutige Schlüssel, mit dem ich auf jedes Bild einzeln zugreifen kann. Und ich sage mal bitte alle anderen Spalten entfernen, denn ich möchte nur diese beiden hier. Wunderbar, reicht, schließen und übernehmen und rein damit ins Power BI Desktop. Und in meinem Bericht möchte ich immer nur einen Kollegen gleichzeitig sehen können. Ich packe mir also hier so einen Datenschnitt rein und sage, zeigt doch mal an, wer das immer jeweils ist, um dann ja wunderbar eine Auswahl treffen zu können. Und naja, ich bin Schöngeist, ich möchte das gerne in Dropdown-Format haben und mal zum Beispiel mit mir selber anfangen. Der Esel geht immer voran. Und jetzt verrate ich einfach mal den Trick, wie ich die Bilder authentifiziert hier reinbringen will mit einer Power-App, die mir diese Bilder dann anzeigt. Und jetzt könnte ich einfach hier draufklicken, die Power-App, das Power-App Visual für Power BI reintun und damit arbeiten. Aber ganz ehrlich, die Integration mit dem Power BI Desktop, die funktioniert nicht so super. Und deshalb gibt es einen sehr, sehr schönen Trick, wenn man das zum ersten Mal ausprobiert. Man veröffentlicht das erst einmal. Ich veröffentliche das hier im Bereich CT-RS ad hoc. Da haben meine Kollegen gesagt, da darf ich mich ein bisschen austoben. Das heißt, da sind noch überhaupt keine Bilder drin. Das Ganze wird ins Power BI bereits jetzt schon hochgehoben und von da aus funktioniert die Integration mit Power Apps dann wirklich sehr, sehr reibungslos. So, und dann klicke ich einfach hier auf dasselbe Ding in Power BI. Dann ist es da, ja, ist auch wieder rübergekommen. Und wenn ich auf Bearbeiten drücke, dann kann ich hier an der Stelle genauso weiterarbeiten, wie ich vorher im Power BI Desktop gearbeitet hätte. Jetzt kann ich das Power Apps Visual nehmen, kann es hier hinpacken und das möchte ich jetzt irgendwie mit meiner SharePoint-Liste verbinden. Das passiert über sogenannte Datenfelder. Und ich hatte ja schon gesagt, das Feld, was mich da interessiert, ist die ID. Die lasse ich also hier reinliefern. Und in dem Moment, und das ist der entscheidende Punkt, jetzt sagt mein eingefügtes Visual hier, dafür würde ich dir gerne, wenn du möchtest, eine App neu erstellen. Und das sollten wir nutzen, weil dann öffnet er einen Browser, indem er das Power Apps Studio öffnet und im Grunde schon alles bereit hat, was ich für diese App brauche, die ich jetzt gleich erstellen will. Erstmal muss ich jetzt diese Power App aber mit meiner SharePoint-Liste verbinden und das geht im Grunde ganz einfach. Nämlich, wenn ich diesen Punkt SharePoint hier nehme, dann können wir uns schon ungefähr vorstellen, was er mich dann fragen wird, nämlich er wird wissen wollen, wie ist denn die URL und die habe ich hier im Grunde schon hier erbrowst. Und da liegt natürlich unser Bilderspeicher. Und wenn wir uns mit dem verbinden, dann hat er zumindest einen Zugriff auf die SharePoint-Liste und der kann jetzt auch auf die Bilder zugreifen. Dann füge ich einfach mal hier einen Katalog ein.
so einen schönen vertikalen. Und an der Stelle kann ich mir gleich als Bilderspeicher meine eigene Liste aussuchen. Und so schlecht sieht das schon mal gar nicht aus. Aber zeig doch mal die Bilder. Wo sind denn die Bilder? Die sieht man ja gar nicht. Ja, das stimmt. Weil ich nämlich erst auf dieses Beispielbild das allererste klicken muss und dann sehe ich hier Image ist Sample Image. Das stimmt natürlich nicht. Was ich eigentlich stattdessen möchte, ist, ich möchte zugreifen auf this item. Und da muss ich wissen, was ich da typischerweise finden kann. Ich kann suchen, ich kann auch tippen. Ich will einfach den Link zum Element an dieser Stelle haben. Und schon sieht man zumindest die Gesichter der Kollegen auftauchen. Wenn ich jetzt auch die Namen will, nichts weiter als das, dann gehe ich jetzt hier rein, auch wieder unter erweitert. Und dann heißt das eben hier nicht thisItem.geändert, sondern thisItem.name. Und dann weiß ich eben auch gleich, wie der Kollege entsprechend heißt. Nur noch ein bisschen was fürs Auge, denn ich will natürlich, wie ich schon sagte, nur einen Kollegen sehen. Das heißt, ich mache einfach mal den Bereich, in dem ein so ein Kollege drin ist, schön groß. Und vielleicht mache ich ihn selber oder seinen Namen packe ich lieber hier unten runter. Und ihn selber will ich natürlich auch ein bisschen größer dargestellt haben. Sonst lohnt sich das für mich ja gar nicht. Also viel besser. Und dieses komische Ding, was man eigentlich als Zugriff für die Details braucht, brauchen wir für unsere einfache Anzeige nicht. Jetzt habe ich schon mal einen Kollegen wunderbar im Bild. Aber die anderen Kollegen sind noch direkt da drunter. Ja, die Liste ist ja immer noch da. Ich muss die Liste filtern auf genau den ersten ausgewählten Kollegen. Und dazu muss man hier eine Formel reinpacken, die so kompliziert ist, dass ich sie einfach mal bitteschön vorher aufgeschrieben habe. Und man sieht auch gleich, dass sie funktioniert, denn ein anderer Kollege, und zwar ich, sind dort jetzt zu sehen. Was tue ich also? Ich filtere diesen Bilderspeicher und ich filtere ihn über die Power BI Integration.data.id. Das ist also das ID-Feld, was in bei den Power Apps mit eingegeben wird. Und diese ID hier ist die ID von der Spalte. Es funktioniert also relativ simpel, aber diese Formel muss man wirklich 100% richtig eintippen können. Und jetzt ist der Rest eigentlich ganz einfach. Jetzt muss ich das Ding im Grunde nur einfach mal speichern in Power Apps. Ich nenne das natürlich nicht nur Apps, sondern Bildanzeige. Ja, speichere es hier und muss es dann noch einmal veröffentlichen, damit es auch von anderen Kollegen benutzt werden kann. Und dann gehe ich einfach wieder zurück. Erstmal noch freigeben, brauche ich jetzt im Grunde nicht. Jetzt kann ich letztendlich zurückgehen in meine Power BI Bildergalerie. Und jetzt wird es aktualisiert und da bin ich zu sehen. Jetzt kann man hier natürlich noch einen Feinschliff machen, ein bisschen schmaler, damit da keine hässlichen schwarzen Seitenstreifen sind. Das ist immer ganz schön schwierig, aber wir können jetzt mal gucken, ob es funktioniert. Ich kann andere Kollegen mir auswählen und sofort sind sie zu sehen und nochmal einen anderen Kollegen und sofort kommt der und wird dynamisch geladen. Auch lizenzrechtlich ist diese Lösung nicht teuer, denn die SharePoint-Liste, die wir benutzt haben, die braucht natürlich keinen Power Apps Premium Connector. Ich kann also die normalen Power Apps verwenden, so wie sie beim Office 365 dabei sind. Unbedingt nicht vergessen, das Ganze hier auch zu speichern, denn der eigentliche Bericht ist ja jetzt nicht mehr im Desktop, sondern hier im Power BI Browser erstellt worden. Und dann können wir uns mal auf Spaß das Ganze in der Leseansicht ansehen und sieht ein bisschen hübsch aus. Und man sieht sofort auf, mit einem Mausklick kann man von einem Kollegen zum nächsten wechseln aus der SharePoint-Liste. Und zum Abschluss geht mein ernst gemeinter Dank raus an Michael Fietzke von Microsoft und den PBI-Guy, das ist Christian Bubalo, ebenfalls von Microsoft, die sich das Ganze ausgedacht haben und man kann es auch nochmal in ihrem Blogpost Show Secured Images in Power BI ganz genau nachlesen. Aber man kann es auch einfach super mit meinem Video ausprobieren. Viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören.